Das Thema Wohnen bietet Platz für viele spannende Geschäftsideen. Deswegen sitzt neben mir jetzt die Nicole und die stellt jetzt am besten direkt ihre Idee mal vor. Hallo, ich bin die Gründerin von der Wohncommunity So leb ich und von der Einrichtungsberatung Die Online-Einrichter. Die Idee ist es einfach, dass es fast 40 Wohnzeitschriften gibt und zu dem Thema Wohnen im Internet eigentlich noch sehr wenig und dass es doch einfacher ist, sich durch Wohnungsbilder der Nachbarn inspirieren zu lassen, als durch Hochglanzmagazine und man einfach das einfacher ist umzusetzen, wenn man das sieht und nochmal nachfragen kann, was ist das für eine Farbe, die du da verwendest. Und dadurch wird man einfach mutiger. Also ihr habt eine Community rund ums Thema Wohnen, wo jeder, der will, Fotos hochladen kann oder wie funktioniert es genau und was für Inhalte finde ich auf eurer Website? Also die Hauptrolle spielen diese Wohnungsbilder, also die Menschen sind immer stolz auf ihre Wohnung, auf ihre Deko und oder sie sind einfach hilfsbedürftig sozusagen und haben eine Frage und das ist auch ein ganz wichtiger Teil. Zum einen liefern wir Content, also die Profis, ich habe Innenarchitektur studiert und wir unterstützen sie dann da und zum anderen ist die Wohnungsbilder, also die zwei Sachen. Und dann alles, was das Hobbyherz interessiert, also 3D-Raumplaner. Man kann mal über Landkarte fliegen und sehen, wer in China Bilder hochgeladen hat oder in Kanada oder wo auch immer, Gruppen gründen zu bestimmten Themen. Man kann über Minijobs suchen, wer einem beim Tapezieren hilft. Es gibt Schwerpunkte zum Thema Farben zum Beispiel, dass man rauskriegt, welche Farbe passt eigentlich zu mir, weil das ist ein Anliegen, dass man eigentlich fern von den Wohnwelten, diesen vorgefertigten Möbelhäuser, seinen individuellen Wohnstil findet. Und es gibt ein ganz witziges Forschungsprojekt von der Werbeagentur Jung von Matt, das typisch deutsche Wohnzimmer. Sollte man sich mal angucken, das kennen viele, orangene Sofagarnitur, blauer Teppich und genau, und vielleicht ändert sich das ja dann auch mal. Okay, du hast schon gesagt, du bist selbst Innenarchitektin. Wie seid ihr auf diese Idee gekommen? Wer gehört zu dem Gründerteam dazu? Wie hat sich das alles entwickelt? Eher zufällig eigentlich. Ich habe Innenarchitektur, wie gesagt, studiert und mein Freund Kulturwirtschaft. Wir zwei haben das zusammen aufgebaut, haben damals eben in Paris gelebt und über eine Freundin, die uns besucht hat und ganz klassisch gefragt hat, Nicole, hilf mir, teilmöblierte Wohnung sieht nicht so schön aus, nicht so viel Geld. Wie kann ich sie durch einfache Mittel einfach verschönern und wohnlicher machen? Und dann haben wir gesagt, ach, wir müssen so ein Erste-Hilfe-Paket verschicken und ich habe Stoffe mal auf der Welt eingekauft und die zu Kissen zerschnitten. Und dann haben wir gesagt, das kann es nicht sein. Wir nutzen das Internet, können so mehr Menschen erreichen. Und jetzt helfen 10 Innenarchitektinnen, in ganz Deutschland sitzen die zum Teil Mütter und machen rein online das Konzept vom Bestellprozess. Man lädt Bilder hoch, Fragebogen ausfüllen und gibt sein Budget an, das ist ganz wichtig, weil auch mit einem kleinen Budget kann man uns in Anspruch nehmen. Durch die Online-Abwicklung, ganz wichtig, ist es so günstig und man erschließt eine ganz neue Zielgruppe, die sich vorher keine professionelle Hilfe hätte leisten können. Und dann erhält man ein Beratungskonzept in Form vom Grundriss und Erklärung und zum Schluss noch so eine Online-Einkaufsliste, wo jedes Produkt mit Preis ausgeschildert ist und direkt verlinkt ist mit dem Händler oder Online-Shop oder Herstellerseite. Genau. Das hört sich sehr bequem an. Also du hast damit schon angesprochen, was euer Geschäftsmodell ist. Ihr habt also neben dieser Community, wo jeder beliebig Fotos hochladen kann, eben diesen Service Leute zu beraten. Das ist also, ist das euer Geschäftsmodell oder welche Geschäftsmodelle sind noch geplant? Diese zwei ergänzen sich also hervorragend. Zum einen einfach die Wohninteressierten kommen, die es als Hobby haben, auf die Community-Seite. Dort gibt es bald klassisch Werbung und einen Möbelkatalog, über, wo wir einfach Provision verdienen. Und dann eben die Dienstleistung noch, worüber wir auch prozentual mitverdienen. Wie schaut es aus mit der Konkurrenz in diesem Markt? Wir waren 2007 die Ersten im Februar letzten Jahres. Mittlerweile gibt es 2 und ganz neu von Gruner und ja noch 1, aber das ist lediglich, kann man da Wohnungsbilder hochladen, also keine Inhalte noch rumherum. Und die haben dann wahrscheinlich auch kein Businessmodell dahinter stehen, sondern sind eher Community oder? Das kann ich jetzt nicht sagen. Also ich denke, die einen auch klassisch über Werbung, aber was uns ganz klar unterscheidet, ich bin zum Beispiel die einzige Frau in den ganzen Teams, die da so vorhanden sind, keine Innenarchitektin. Also wir sind das einzige Netzwerk, was seine Community sozusagen professionell unterstützt. Mhm. Und da einfach. Eure Idee ist, eure Idee ist aus dem persönlichen Wissen herausgekommen. Genau. Okay. Und was plant ihr für die Zukunft? Wo seht ihr euch in 1-2 Jahren? Als führendes
Netzwerk natürlich zum Thema Wohnen und Einrichten im Internet hoffentlich, dass sich, wie gesagt, meine Vision, die ich ja habe, dass sich was ändert in den Wohnzimmern, dass es da vorwärts geht, dass mehr Frauen im Internet sind, auch etwas die Älteren, weil das ist ganz schön, wenn man es ihnen persönlich erklärt, sind sie ganz begeistert und haben vielleicht erst vor einem halben Jahr eine Bekannte einen Computer gekriegt, dann erkläre ich sie und sie wird zur Power-Userin und erzählt es ihren Freundinnen. Also das ist eigentlich ganz schön. Gründen ist nicht immer nur ein wunderschöner Sonnenscheinprozess, sondern da hat man auch mit Problemen zu kämpfen. Was war denn zum Beispiel bei euch ein... Einige. Also zum einen der Umgang mit den Informatikern ist nicht immer leicht. Ein Anfangsfehler war, wir haben Keywords getestet sozusagen. Damals war die Einrichtungsberatung gar nicht online und wurden direkt von fleißigen Studenten einer Anwaltskanzlei gefunden und mussten dann, haben eine Markenrechtsverletzung gemacht und haben 2.500 Euro da zahlen müssen. Das Keyword hat 5 Euro, haben wir da als Budget angegeben. Das war sehr bitter. Dann, was wir gerade merken, so Markenrecht für uns jetzt. Also viele nehmen den Namen mit Bindestrichen oder so. Und das waren auch Anfängerfehler, dass man hätte so lebig direkt am Anfang schon schützen müssen und auch andere Domains registrieren müssen. Also du gibst als Tipp für andere mit auf den Weg, guckt von Anfang an das Thema Markenrecht euch genau. Und Domains, Bindestriche hinten, CH, AT, alles. Aber eben, es gibt ja nicht immer nur Probleme, wenn man gründet, sonst würde man das ja auch nicht machen. Was war so für dich bisher das schönste Erlebnis, was du in diesem Zusammenhang hattest? Für mich ist insgesamt gerade extrem schön als Gründerin einmal die Selbstständigkeit, die Vielseitigkeit an Aufgaben finde ich sehr schön und dass ich meine Studiengänge beide in dieser Idee verwirklichen kann. Also und das finde ich eigentlich auch schön, dass andere Frauen das vielleicht probieren, dass man sich nicht abschrecken lässt, dass es einfach so technisch ist, sondern eher sich ein Thema überlegt, was einem gefällt und vielleicht jemand findet, der eher die Technik dann sozusagen behandelt. Das ist in meinem Fall jetzt mein Partner. Und Lebensgefährte. Okay, also vielen Dank für das kleine Gespräch und wir wünschen dir ganz viel Erfolg mit deiner Wohncommunity. Danke.